Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und es ist jetzt über einen Monat her, dass wir ins Ausland gezogen sind. Und was braucht man als Trader im Ausland, wenn man noch kein festes Setup hat? Hier wird übrigens mein Büro sein. Genau, man braucht ein mobiles Trading-Setup. Und es ist jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre ungefähr her, dass ich euch das letzte Mal mein Setup für unterwegs gezeigt habe. Seitdem ist viel passiert. Ich habe übrigens in der Zeit auch viel verschiedene Hardware getestet. Und deswegen möchte ich jetzt und werde ich jetzt dieses Video heute aufnehmen. Du siehst vielleicht auch hier schon ein bisschen Hardware liegen, weil ich halt verschiedene Sachen ausprobiert habe, getestet habe und genau weiß, was macht am meisten Sinn für mich und im Grunde als Trader, wenn du unterwegs bist. Ja, deswegen hier komplett mal Real Talk, was macht keinen Sinn, was habe ich getestet, was habe ich aber herausgefunden, was das perfekte Setup ist. Und deswegen hier oben, legen wir nämlich gleich los, ich habe mir vor einiger Zeit ein schönes MacBook gekauft. Jetzt kann ich sagen, boah, geilstes Notebook, was es gibt, was es auch wirklich ist. Also ich liebe dieses Notebook, aber zum Traden, die meisten Trading-Software laufen nicht auf einem MacBook. Was brauchst du nämlich? Du brauchst ein Windows-Gerät. Was tue ich also mit meinem MacBook? Mit meinem MacBook arbeite ich eigentlich zu 90%. Dann vielleicht ab und an, wenn wir mal unterwegs sind, wenn wir zum Beispiel im Hotel waren, habe ich hier auch ab und an zum Einschlafen Netflix geschaut oder so. Aber eigentlich komplett zum Arbeiten, zum Brainstormen etc. Was könntest du tun, wenn du trotzdem mit einem MacBook traden wollen würdest? Du könntest dir hier die Software Parallels Desktop runterladen. Das ist eine Software, die eine Windows-Oberfläche simuliert, beziehungsweise eine Windows-Installation simuliert. Aber auch hier meine Erfahrung aus den letzten Monaten, auch aus Gesprächen mit anderen Tradern. Es ist einfach nicht das perfekte Setup. Du merkst, dass es halt nicht das normale Betriebssystem ist, sondern dass es noch eine andere Software ist. Da kann es passieren, dass es dann zu irgendwelchen Lags, also Verzögerungen kommt. Und ja, jeder, der mit Trading Geld verdient, weiß, wie wichtig es natürlich ist, eine Plattform zu haben, ein Betriebssystem zu haben, aber auch eine Internetverbindung zu haben, die keine Unterbrechungen hat. Ja, weil manchmal kommt es auf Sekunden an und wenn du dann irgendwas aufgrund des Systems hast, was nicht passt, kann ich dann sagen, nee, dann nehme ich lieber direkt etwas anderes. Ja, ich weiß noch, letztes Mal, als ich das empfohlen hatte, hatte ich einen Laptop. Das war auch so mein erster wirklicher Travel-Laptop, den ich deswegen auch damals empfohlen habe. Aber ihr werdet auch gleich sehen, ich werde insgesamt über drei Laptops sprechen. Ich habe hier zwei Laptops, warum ich welchen genau für euch empfehle. Ja? Deswegen, ich habe mir vor ich glaube, zwei Wochen habe ich mir diesen Laptop gekauft, erzähle ich gleich einiges drüber, weil ich nicht traden konnte. Ich habe mir den ja hier mit hergenommen, als wir auch ausgewandert sind und dachte mir, ich kann hier mit traden, habe da einiges hin und her probiert und deswegen jetzt an der Stelle auch nicht. Deswegen der Wechsel zu diesem Laptop hier. Habe ich einiges ausgegeben für. Ich werde das auch gerne unten in der Videobeschreibung einfach mal reinpacken, wie diese Laptops heißen, wenn sie euch trotzdem interessieren. Das hier ist ein sehr, sehr starker Windows-Laptop. Weil ich gesagt habe, komm, ich möchte gerne einen Windows-Laptop haben, der auch eine 4K-Auflösung hat. Das bedeutet, du hast wirklich viel, also du hast viel auf einem kleinen Bereich. 17 Zoll, 16, irgendwas. Oder Robin, wie viel ist das? 16 Zoll. Und 17 Zoll ist schon die erste Empfehlung auf jeden Fall bei einem Laptop. Je größer der Monitor ist, desto besser ist natürlich für die Übersicht. Aber ich habe ja hier in AED bezahlt, das ist immer durch 4, ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich dafür bezahlt habe, in Euro am Ende. Ich glaube, es waren ungefähr um die 3000 Euro. Ist natürlich für einen Laptop sehr viel Geld. Natürlich, wenn man Apple kennt, dann ist es nicht so viel Geld, aber für einen Windows-Laptop finde ich das sehr viel Geld. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe darauf geachtet, dass ich einen 4K-Laptop habe, damit ich möglichst natürlich viel sehe auf meiner Trading-Plattform. Deswegen ist es aber so, was ich herausgefunden habe, 17 Zoll und 4K ist viel zu klein. Ich kann am Ende mit diesem Laptop so nicht traden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Deswegen habe ich die Auflösung verringert auf 2K, hätte mir also auch einen Laptop kaufen können, der eine 2K Auflösung hat, dann hätte ich vermutlich einen Tausender weniger bezahlt. Deswegen ganz klar von meiner Seite aus, ist zwar ein geiler Laptop zum Gamen vermutlich auch und um Fotobearbeitung, Videobearbeitung zu machen, aber es macht keinen Sinn, mit diesem zu traden. Ja, und deswegen kommen wir jetzt zu der wirklichen Empfehlung. Ja, ich habe herausgefunden, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und deswegen komme ich am Ende zu meinem Laptop zurück, den ich jetzt, glaube ich, anderthalb Jahren genutzt habe, den auch viele Leute aus meiner Community gekauft haben, weil ich ihn schon häufig einfach empfohlen habe. Und zwar, das ist der LG Gram. Das im Grunde auch, wie der Name es schon sagt, ist ein sehr leichter Laptop. Er hat auch 17 Zoll. Ne? Ganz wichtig, wo du darauf achten solltest, ist, dass er 17 Zoll auf jeden Fall hat, dass er eine lange Akkulaufzeit hat. LG Gram, der hat, weiß ich, weit über 10, 15 Stunden Akkulaufzeit, was sehr, sehr viel ist. Und am besten natürlich auch, dass er leicht ist.
Und jetzt komme ich zu einer weiteren Sache, die wirklich wichtig ist. Ich werde den AG Gram auch einblenden, beziehungsweise in der Beschreibung packen, dass du den dir anschauen kannst. Ist auch keine bezahlte Werbung hier, ja? Sondern das ist einfach nur ganz real, was habe ich herausgefunden. Mac, nein. Ein teurer Laptop mit großer oder mit kleiner Auflösung, 4K, nein. Eher dann wirklich dann auf das Wichtigste konzentrieren, was wirklich auch fürs Traveln wichtig ist. Was ich aber hier an der Stelle auf jeden Fall jedem Trader, der unterwegs ist, empfehlen kann, ist, das ist kein Laptop, sondern das ist ein Monitor. Ja, du kannst ihn dann im Grunde hier so platzieren, dass du ihn hinstellen kannst. Schau mal, ich zeige das mal, ich hoffe, das kann man sehen in der Kamera. Du stellst ihn hier hin, du hast dann einfach nur ein USB-C-Kabel, was du in diesen Monitor reinsteckst. Du steckst es in den Laptop rein und kannst dann direkt damit arbeiten. Ja, du brauchst keine externe Stromversorgung oder irgendwas, sondern du schließt es einfach an den Laptop an und dadurch hast du dann einen 17 Zoll Laptop und diesen noch dazu, hast zwei Monitore und hast dann die Übersicht. Und das ist das, was ich auch wirklich fürs Traveln, fürs Reisen, das Traden unterwegs, dass du wirklich auch gutes, also zuverlässig gutes Geld verdienen kannst, ohne große Einschnitte von deinem Setup, was du zu Hause hast, ist, dass du auf jeden Fall darauf achtest, dass du zwei Monitore verwendest, um einfach auch diese Übersicht über das Ganze zu haben. Genau, also nochmal ganz kurz zusammengefasst von meinen Erfahrungen aus den letzten Jahren ist einfach, ein Mac-Laptop ist super geil, aber macht fürs Trading, für die meisten Trading-Software keinen Sinn. Dafür brauchst du halt einen Windows-Laptop. Habe ich mir hier gekauft, 4K ist doch dann viel zu klein von der Auflösung, dann hat er auf 2K gewechselt und am Ende kann ich dann guten Gewissens einen günstigeren, ungefähr 1500 Euro kostet der AG Gram empfehlen, aufgrund, dass er leicht ist, dass er 17 Zoll hat, dass er, glaube ich, auch 2K Auflösung hat und dass er eine sehr lange Akkulaufzeit hat. Ja? Und natürlich dann noch einen externen Monitor kann ich auch gerne nochmal einblenden bzw. in die Videobeschreibung packen, dass du auch weißt, auf was ich hier an der Stelle geachtet habe. Und so bist du perfekt ausgerüstet. Du kannst überall von überall traden. Brauchst natürlich noch Internet, das ist ganz wichtig. Und das dann an der Stelle. Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib es auch immer sehr gerne in die Kommentare. Dann kann ich auch für die Zukunft dort nochmal weitere Videos aufnehmen oder vielleicht auch bei Instagram diese Fragen beantworten. Und diese Frage kam halt sehr häufig. Markus, was machst du eigentlich jetzt, wo du jetzt gegangen bist? Wie tradest du? Was hast du für einen Laptop? Und darauf dann jetzt das Video als Reaktion. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut und dann bis dann. Ciao.